Manor Lords, das Mittelalter-Aufbauspiel unserer Träume. Am 26. April erscheint es endlich im Early Access und ich will euch diese aktuelle Version, die ich hier als Preview bekommen habe, schon mal mit allen wichtigen Inhalten zeigen. Insbesondere natürlich auch die neuen Kampfmechaniken, die wir aus der Demo noch nicht kennen. Das Ganze am Beispiel meines schönen Dorfes Eisenach. Wenn euch dessen Geschichte interessiert, dann schaut auch gerne in mein neues Let's Play dazu herein. Da wird es jetzt mehrere Videos die nächsten Wochen geben. Hier bauen wir uns langsam auf und erleben spannende, ja, zum Beispiel Dorfbrände oder auch Banditenüberfälle, gegen die wir uns verteidigen müssen. Und ich würde sagen, wir beginnen hier erst einmal bei Manor Lords, indem wir ein wenig die Grafik und die Atmosphäre betrachten. Denn das ist ein großer Vorteil und ein großer Bonus dieses Spiels, was wir hier sehen können. Ich habe jetzt mal das ganze Overlay ausgeschaltet, dass ihr einfach mal genießen könnt, wie hier mein Eisenach ausschaut, mit dem Marktplatz und seinen Ständen im Kern, wo wir übrigens auch die Leute reden hören, wenn sie ihre Waren anpreisen. Wir hören sie. Und können hier alles quasi sehen. Dann haben wir hier auch eine Taverne und insgesamt das Dorf, wie es jetzt zu dem Zeitpunkt errichtet ist, aber das ist natürlich noch nicht alles. Auch hier oben haben wir unser Herrenhaus, wo wir unsere Residenz haben. Also man sieht, das ist wirklich schön und detailliert gemacht. Wir gehen jetzt mal wieder hier raus aus dem Overlay und nutzen mal das, oder schauen uns das Menü an sich an. Und wir können auf jeden Fall den Detailgrad erkennen. Also wir können hier wirklich auch ranzoomen und können zuschauen, wie die hier wirklich in einer Erzmine arbeiten, schuften und das Eisenerz herausziehen und herausarbeiten. Das wiederum dann hier im Rennofen verarbeitet werden wird, um dann hieraus Eisenbahnen zu machen, während diese Eisenbahnen wieder transportiert werden. Das ist hier so ein bisschen die Besonderheit. Alles sehr schön gemacht, hoher Detailgrad. Aber es wird auch versucht, das Ganze realistisch darzustellen. Denn bei der Entwicklung gab es auch sehr viele geschichtliche Experten, die quasi mit ihrer Beratung an der ganzen Sache teilgenommen haben. Und das Thema Bausystem ist hier, glaube ich, auch ein super spannender Punkt. Wir haben nämlich hier wichtig, Ställe mit Ochsen und Pferden, vor allem mit Ochsen zu Beginn. Hier können wir sie auch sehen, die die bewegen quasi vor allem die Baumstämme. Die sind viel zu schwer. In anderen Spielen tragen das Menschen, aber so ein Baumstamm ist schon schwer, da braucht man einen Ochsen. Das ist ja hier ein sehr schönes System. Das heißt, wenn wir eine Baustelle haben, bringt der Ochse die Baumstämme dann vom Holzfällerlager zu dieser Baustelle hin. Und wir können dann dort Stück für Stück die Gebäude errichten. Das heißt, wir bauen etwas. Das können wir jetzt ja hier vielleicht auch einmal direkt machen. Im Baumenü. Und zwar zum Beispiel eine Hofstätte. Das ist nämlich hier das Gebäude, wo die Familien leben. Das ist jetzt kein direkt, das nennt man jetzt nicht Haus oder Bauernhaus, sondern das ist eine Hofstätte. Denn da ist quasi ein Haus dabei und je nachdem, wie lange wir das auch ziehen, desto Möglichkeiten gibt es. Wir machen das hier quasi sehr individuell. Das wird jetzt nicht einfach ein Haus, das da hingesetzt wird, sondern wir können die Größe bestimmen. Wir können sagen, das soll jetzt mal genauso groß sein. Dann könnte ich jetzt hier, wie ihr seht, zwei Häuser hinbauen. Wir könnten es aber auch noch ein bisschen länger ziehen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit tatsächlich, dass hier im Hintergrund noch Sachen gebaut werden können. Jetzt machen wir das mal. Jetzt können hier zwei Sachen gebaut werden. Wir können hier die Baupriorität einstellen und dann könnt ihr hier zum Beispiel schon sehen, wir haben hier eine Hofstätte, dass die im Hintergrund so viel Gebiet noch hat, dass wir jetzt hier tatsächlich auch andere Sachen etablieren können. Zum Beispiel einen Gemüsegarten, Hühner, Ziegenställe, langfristig auch Äpfelgärten, aber auch langfristig handwerkliche Betriebe. Wenn ihr einen dieser handwerklichen Betriebe dann irgendwann auf Stufe 2 eurer Hofstätten nutzt, dann werden diese Menschen, die hier leben, nicht mehr irgendeinem anderen Beruf, den ihr ihnen quasi oder der ihnen zugewiesen wurde, durchführen, sondern sie sind dann nur noch diese reinen Handwerker. Also ihr könnt hier wirklich einen Bäcker, einen Schmied, einen Brauer, Schneider, einen Schuster, einen Schreiner, eine Rüstungsschmiede und einen Pfeilmacher haben, die dann nur noch das produzieren. Diese ersten Sachen, die sind quasi noch so nebenbei. Eure Hofstätte der Stufe 1 könnt ihr, wenn ihr hier die Zufriedenheit erfüllt, die Bedürfnisse erfüllt, dann erhöhen. Das wäre jetzt hier möglich. Wir haben Wasser durch einen Brunnen, wir haben eine Kirche, wir haben einen Brennstoff-, Lebensmittel- und Bekleidungsstand auf dem Marktplatz. Deswegen, ich kann das jetzt erhöhen, indem ich darauf klicke. Das dauert jetzt wieder. Es kommen jetzt hier vier
Bauholzstämme herangereicht und dann wird diese Hofstätte auf Stufe 2 gebaut. Hier haben wir eine Hofstätte schon zum Beispiel auf Stufe 2. Sie braucht jetzt eine funktionierende Taverne, eine bessere Kirche im besten Fall und mehr Bekleidung. Dann können wir sogar auf Stufe 3 gehen und haben damit mehr Bürgerstufen, die wiederum natürlich höhere Bedürfnisse haben, das kennen wir aus Anno, aber die uns auch wieder mehr Gold bringen. Denn erst auf Stufe 2 bekommen wir überhaupt Regionsvermögen und das Regionsvermögen brauchen wir, wenn wir zum Beispiel hier irgendwas ausbauen wollen oder wenn wir natürlich über einen unserer Handelsposten hier Handel treiben wollen, um Güter zu kaufen. Natürlich können wir hier auch Güter verkaufen. Am Anfang ist es auch wichtig, hier durch den Viehhändler auch an Vieh zu kommen. Hier haben wir zum Beispiel schon unsere Schafsweide, wo wir am Anfang zwei Schafe gekauft haben, die sich jetzt dort verbreitern. Ja, und wir haben auch schon einige handwerkliche Betriebe, die kann ich hier auch mal zeigen. Das hier ist jetzt zum Beispiel unsere Schmiede und die produzieren für uns jetzt hier Speere. Das kann ich aber auch umstellen, denn Speere haben wir mehr als genug. Wieso nicht einfach mal ein paar Seitenwaffen, also ein paar Schwerter und vielleicht ein paar Äxte produzieren? Und das Schöne ist, das wird auch hier wirklich dargestellt, dass wir hier eine Schmiede haben. Und das könnt ihr hier, einmal rumgehen, erkennen. Hier haben wir wirklich den Amboss und den Schmiedehammer und alles, was dazu gehört. Und wenn hier gearbeitet wird, kann man das tatsächlich dann alles sehen. Das ist so das ja, Besondere an Mannerlords, was so das Bausystem angeht und die Möglichkeiten. Es gibt hier natürlich jetzt auch verschiedene Warenketten. Das ist ganz klar. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel die Felder. Dort gibt es auch unterschiedliche Arten. Also wir haben hier die Möglichkeit Weizen, Gerste, Flachs, langfristig auch noch durch Entwicklungspunkte, was ich euch gleich zeige, zum Beispiel Roggen. Die Gerste wird hier geerntet zum Beispiel. Dann haben wir hier eine Melzerei. Dort wird sie weiterverarbeitet zu Malz und wiederum in einem solchen Haus. Das ist wieder ein normales Haus, wo im Hinterhof quasi dann die Brauerei ist, wird dann daraus Bier produziert. Und so haben wir hier mehrere Warenketten. Das ist natürlich teilweise jetzt nicht so ausführlich wie bei anderen Spielen, aber es hat einen gewissen Detailgrad der Ausführlichkeit, was wir hier auf jeden Fall dabei haben. Genau, so viel zu den Warenketten und den Hofstätten. Spannend ist jetzt auch noch neu dabei, so ein bisschen das Entwicklungssystem, wo wir jetzt schon viele Möglichkeiten haben. Ihr bekommt Entwicklungspunkte, je mehr euer Dorf wächst und je mehr ja, höhere Stufen eure Häuser erreichen. Und jetzt habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel die Fallensteller. Das ermöglicht Jäger das geschickte Auslegen von Fallen, das heißt, ihr könnt einfach mehr Fleisch dadurch produzieren. Oder auch die Forstwirtschaft, das verdoppelt die Kapazität der Beerenbüsche, Bienenzucht. Das müsst ihr tatsächlich freischalten, wenn ihr überhaupt das neue Bienenhaus haben wollt. Also manchmal braucht ihr hier eine Entwicklung, um neue Häuser auch überhaupt haben zu können. Hier unten können wir Köhler bauen oder auch einfache Rüstungsproduktion. Wenn wir gleich zum Armeesystem kommen, ist es nicht unwichtig, dass ihr vielleicht langfristig auch Helme produzieren könnt, um eure Armee damit auszustatten. Auf der rechten Seite könnt ihr Handelslogistiken nutzen, um billiger Handelsrouten abzuschließen oder auch neue Gebäude zu bauen, Brennholzkarren, Lebensmittelkarren, um euch mit grundlegenden Waren auch versorgen zu können. Hier haben wir auch noch Möglichkeiten, unsere Landwirtschaft zu steigern mit Dünger, mit den Bäckereien, die dann auch kommen können, Bewässerung, Roggenanbau, wie erwähnt, denn Roggen ist widerstandsfähiger und kann besser wachsen als zum Beispiel andere Weizensorten. Des Weiteren könnt ihr auch Gesetze erlassen. Wichtig, das ist jetzt hier noch die Early Access Version, das heißt, viele Sachen kommen noch im Laufe des Spiels dazu, aber hier gibt es zum Beispiel das Gesetz Jagdrevier. Dadurch habt ihr mehr wilde Tiere, aber die Feldfrüchte werden weniger Ertrag liefern. Also das muss man sich genau überlegen, was man hier möchte. Auch hier, das kommt noch später im Spiel hinzu. So viel zu Eisenach. Das ist übrigens auch dann nur auf Eisenach angelegt. Wenn ihr später dann neue Regionen und neue Dörfer habt, könnt ihr dort eigene Entwicklungen, Gesetze und Produktionen nutzen. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an, indem wir mal auf die Karte gehen. Das ist hier die Karte. Das rote Gebiet gehört uns, ist von uns beansprucht. Hier können wir auch die Ressourcen sehen. Es gibt hier Beeren, sehr viel Eisen, wilde Tiere und Lehmvorkommen. Wobei das Lehm schon relativ schnell scheinbar aufgebraucht wurde. Da haben wir nicht so viel gehabt. Jetzt haben wir aber noch andere Regionen, in die wir uns ausbreiten können. Dafür wiederum brauchen wir aber 1000 Einfluss, den bekommen wir dann Stück für Stück mit der Zeit oder auch mit der Gunst des Königs, wo wir auch Möglichkeiten haben. Die gelben Gebiete, die wurden schon beansprucht von der KI, in dem Fall mehr oder weniger von Hildebold von Bärenäute. Wir haben jetzt die KI hier nicht direkt auf der Map, das heißt, die baut jetzt hier nicht direkt. Das ist quasi aktuell noch in dieser Early Access Version jemand, der quasi außerhalb seine Burg hat, der jetzt aber hier hinkommt und einfach mal diese Regionen für sich beansprucht. Wenn wir diese Regionen von Hildebold haben möchten, müssen wir gegen ihn Krieg führen. Das ist ein ganz schöner Modus, das heißt, wir werden jetzt nicht von ihm die ganze Zeit angegriffen, wir können erstmal in Ruhe uns aufbauen mit Eisenach und langfristig können wir dann aber mit Armeen gegen ihn in den Krieg ziehen.
Dennoch gibt es natürlich ja, Räuber, Wegelagerer, hier haben wir überall Briganten. Die greifen uns tatsächlich alle paar Jahre mal an und da müssen wir uns auf jeden Fall verteidigen. Und natürlich können wir auch versuchen, sie anzugreifen. Also das gibt dann auch natürlich den kämpferischen Aspekt. Wir haben hier auch die Möglichkeiten, langfristig ja, bestimmte Diplomatie zu führen. Das ist jetzt halt aber alles noch nicht verfügbar. Wichtig ist natürlich auch, das ist jetzt eben auch noch eine Vorabversion. Das wird alles im Laufe des Early Access noch dazukommen. Also Diplomatie hier ist geplant. Aktuell haben wir hier eben die die Briganten und eben Hildbold als Beispiel. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserem Ort. Denn jetzt möchte ich euch noch ein sehr wichtiges neues System eben erklären, was es in der Demo zu Manalos noch nicht gab. Und zwar ist es das Kampfsystem. Wie läuft das Ganze ab? Wir haben jetzt hier nicht eine Berufsarmee, das wäre sehr unrealistisch für ein Dorf. Wir können hier ein Armeesystem haben und da können wir eigene Truppen einberufen. Und zwar in der Regel Miliztruppen. Und zwar werden die aus unserem Dorf rekrutiert. Das heißt, die Männer, die dann da kommen, die werden ihre Arbeit niederlegen. Die sind dann zum Beispiel nicht im Wald und fällen Bäume. Sondern wenn wir die zu den Waffen rufen, dann kommen sie und helfen uns. Und wir haben jetzt zum Beispiel schon eine Speerkämpfermiliz. Ich habe auch schon eine Bogenschützenmiliz angegeben. Und die würden aber nur entstehen, wenn sie auch die entsprechenden Waffen haben. Das heißt, ich musste einen Bogenmacher wirklich bauen, dass wir hier 36 Bögen haben. Sonst hätte ich diese Miliz nicht bekommen können. Und was die genau für Waffen haben, hängt auch ein bisschen vom Wohlstand ab. Denn wir sehen, jedes dieser Häuser hat hier unten seine Kriegsausrüstung. Das heißt, jede Familie ist selbst so ein wenig dafür verantwortlich, welche Waren sie sich leisten können. Reichere Familien haben dann die deutlich besseren Waren, wenn sie denn zur Verfügung stehen und verkauft werden können. Aktuell haben wir aber noch keine Helme. Das wäre ein nächstes Ziel, dass wir Helme mit unseren Schmieden auch produzieren können. Dafür brauchen wir den einen Entwicklungspunkt. Dann können unsere Truppen noch besser ausgerüstet werden. Aber die Truppen werden eben sehr unterschiedlich trotzdem sein und dadurch sehr individuell. Dadurch, dass wir jetzt hier auch schon ein eigenes Herrenhaus haben, haben wir auch ein Gefolge, was für uns kämpft, was in der Regel ein bisschen bessere bessere Ausrüstung langfristig hier haben wird und wo wir dann auf dem Feld haben. So, wir können das jetzt ja mal kurz demonstrieren, indem wir mir die Truppen, wenigstens die Truppe einmal sammeln, die kleine Truppe, denn die große Truppe werde ich euch gleich im Kampf noch zeigen. Ich werde die jetzt mal hier kurz einberufen. Schaut, die sind hier in dem Hof drin. Das ist jetzt quasi so unsere Kampftruppe, die direkt dem Lord zugeordnet ist. Das sind jetzt nur 5 Männer, das ist jetzt noch nicht so viel. Aber wie ihr seht, die haben schon Kettenhauben, soweit ich das erkennen kann. Teilweise Schilde, auch Helme. Die sind schon mal grundsätzlich einfach besser ausgerüstet, was das Ganze angeht. Grundsätzlich haben wir hier auch Möglichkeiten, denen Befehle zu geben, zurückziehen. Und dann, wie ist ihre Haltung im Kampf? Geschossalarm, wenn also die Feinde Bogenschützen haben und auf uns schießen, können wir Geschossalarm machen, dann sind sie da etwas, ja, können sie dem Ganzen besser ausweichen. Ausgewogen ist einfach klassisch. Standhaft heißt einfach, sie sollen auf der Verteidigung bleiben, sehr verteidigend bleiben. Das heißt, sie können weniger angreifen, aber sind da etwas stärker. Oder Ansturm natürlich, sie gehen in den starken Angriff über. So, wir können die auch ausschwärmen lassen, dass sie eben nicht von Geschossen getroffen werden. So ein bisschen gehen sie dann auseinander. Und wir können sie auch wieder auflösen, dass sie dann eben zurück an ihre Arbeitsplätze gehen oder jetzt hier eben nach ins Herrenhaus. Da haben wir diese Möglichkeiten. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich aber auch gerne mal diese Truppen im Kampf sehen. Das machen wir jetzt gleich. Bevor wir dazu kommen, noch ein kurzer Hinweis zum UI. Das kennt man aber auch schon aus der Demo. Wir haben hier oben so ein bisschen unsere Informationen. Man braucht immer so ein paar nicht zugewiesene Familien. Die machen die Bauarbeiten. Hier haben wir unsere Familien, 38 Stück. Wie viel Wohnraum wir haben, 122 Bevölkerung. Zufriedenheit ist übrigens sehr wichtig. Ihr braucht mindestens 51% Zufriedenheit, wenn ihr Bevölkerungswachstum haben wollt. Und das ist auch wichtig für die Moral eurer Milizen, wenn ihr dann kämpft. Öffentliche Ordnung hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf eure Zufriedenheit. Regionswohlstand erhöht sich dann Stück für Stück durch Stufe 2 Gebäude. Bekommt ihr das dann, könnt ihr dann nutzen, das habe ich euch schon gezeigt. Der Viehbestand und auch die Anzahl der Monate, wie lange eure Nahrung und euer Brennstoff reichen, sieht man hier. Und hier oben hat man aufgeschlüsselt die genaueren Ressourcen, die man sich jetzt hier anschauen könnte. Hier ist euer Wappen. Ihr könnt natürlich auch, wie es sich gehört für einen Lord, durch sein Dorf flanieren und sich alles anschauen. Das wollen wir jetzt nicht im Detail machen. Und hier oben habt ihr noch eure Schatzkammer, euren Einfluss und alles, was da dazugehört. So, aber jetzt wollen wir tatsächlich mal uns den Kampf genau anschauen. Und dafür habe ich einen Spielstand vorbereitet, den ich euch gerne einmal zeigen möchte.
Und zwar ist das ein Spielstand eben gewesen aus meinem Let's Play. Das könnt ihr euch natürlich alles im Detail dann noch anschauen, wenn ihr meine Playlist anschauen wollt. Das ist eben ein etwas früherer Stand von Eisenach. Und da haben wir die Information bekommen, dass es einen Angriff geben wird. Da hinten kommen schon die Feinde. Das sind Briganten, die uns angreifen und unser Dorf überfallen möchten. Das sehen wir schon hier. Die Briganten sind relativ gut aufgestellt tatsächlich. Haben relativ starke Truppen. Aber es sind jeweils immer nur 18, was das ganze Thema angeht. Und wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, gegen sie in eine mögliche Schlacht zu ziehen. Ah, wobei ich gerade auch sehe, dass scheinbar auch noch eine andere Armee aufs Land gerade kommt. Das ist die von Bärenleute, glaube ich. Leichte Söldnerinfanterie. Und da sehen wir natürlich, die sind auch schon deutlich besser ausgerüstet, als unsere Milizen dann ausgerüstet sein werden. Haben hier sogar Flaggen, die sie tragen. Das können wir auch mal hier so ein bisschen gutachten. Also hier haben wir schon größere Truppenverbände, was das Ganze angeht. So. Söldnerkompanien können wir übrigens auch anheuern, aber das kostet natürlich sehr viel Geld. Wobei, so viel Geld ist es gar nicht. Kosten für die Schatzkammer für jeden Dienstmonat im Voraus bezahlen. Es gibt die einheimischen Strolche oder auch jetzt hier die grünen Kappen. Diese Möglichkeiten haben wir. Ankunft in Goldhof. Eine kleine Gruppe von Briganten, die wir damit anheuern können. Das würde uns aber, glaube ich, Gold aus unserer Schatzkammer kosten, was wir uns nicht leisten können. Wir können es ja trotzdem mal. Genau. Das können wir uns eben noch nicht leisten, denn wir haben eben nicht das Gold in der Schatzkammer. Ist jetzt aber auch weniger ein Problem. Spannender ist jetzt hier, dass die Briganten hier aktuell warten und wir wollen jetzt natürlich unsere eigenen Truppen einmal vorbereiten. Das heißt, wir werden die einmal hier sammeln lassen. Wir können die noch nicht in unserer Region sammeln, okay. Aber dann gehen wir doch mal hier an die Grenze. So. Und auch die sammeln wir. Jetzt beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen, denn jetzt werden unsere Truppen hier Stück für Stück heranmarschieren. Was aber übrigens auch wieder Müdigkeit mit sich bringt. Hier seht ihr sie. Das bringt alles Müdigkeit. Wir sehen hier nämlich eine Effektivität, die ist jetzt nur auf 48%. Dadurch, dass sie so herangeeilt sind, ist ihre Müdigkeit gesunken. Wir haben einmal einen Moralbalken, das ist der weiße obere, und dann haben wir diesen Müdigkeits- oder Energiebalken. Und wir können jetzt halt hier den Truppen Befehle erteilen. Wir können sagen, geht mal hier in Formation, Bogenschützen bitte dahinter. Und da können wir dann natürlich auch die Möglichkeiten des Terrains nutzen, was das Ganze angeht. So, aber die Briganten scheinen jetzt gerade nicht mehr auf Eisenach abgesehen zu haben. Ist natürlich auch sehr spannend in der Hinsicht. Und jetzt ist jetzt hier natürlich Hildebold, der dieses Gebiet kontrolliert. Da müssten wir eben mehr Einfluss nutzen, um das jetzt halt hier ausnutzen zu können. So, und da haben wir jetzt auf jeden Fall mal unsere Truppen, nur dass ihr die einmal schon mal sehen könnt. Das sind jetzt hier eben Miliztruppen. Wie gesagt, die haben jetzt keine Eisenhelme auf, die haben mal so ein paar einzelne Helme, aber die sind super individuell und haben hier Möglichkeiten mit ihren Schilden und ihren Speeren. Die haben wir ihnen zur Verfügung gestellt, genauso wie unsere Bogenschützen. Da können wir übrigens auch feuerfrei einstellen. Es gibt auch einen Friendly Mode, der da genutzt werden kann. Und das sind dann hier die Möglichkeiten. So, wir müssten jetzt nicht... Oder können wir da vorrücken? Doch, wir können da sogar vorrücken. Fantastisch. Dann laufen wir doch jetzt mal... Kommen wir da rüber? Laufen wir denen doch mal ein bisschen entgegen. Wobei ich das Gefühl auch habe... Ah, jetzt kommen die Gegner. Okay. Fantastisch. Die Gegner sind jetzt quasi bei uns auf dem Weg. Dann gehen wir doch bitte mal hier hoch. Versuchen sie jetzt hier gleich zu empfangen, wenn das funktioniert. So. Bogenschützen direkt dahinter. Beschleunigen wir das einmal. Fantastisch. So, und jetzt kommen die Feinde auf uns zugerannt. Bogenschützen bekommen jetzt den Befehl, Feuer frei. Jetzt beobachten wir einfach mal, wie sie schießen. Jawohl, da sehen wir schon die Pfeile, der Pfeilhagel, der auf die Feinde da niederstößt. Schauen wir mal kurz, wenn hier noch ein paar Pfeile reinfliegen. Ja, da kommen noch ein paar Pfeile angeschossen.
Und jetzt wird hier gekämpft. Sie stürmen auf unsere Speerband zu. Und das sind natürlich zwei Briganteneinheiten. Das ist jetzt nicht wenig. Wir versuchen jetzt hier zu kämpfen und uns zu verteidigen. Ja, sie ziehen sich schon zum Teil zurück. Die Moral ist nicht perfekt. Jetzt nehmen wir natürlich hier auch noch unsere Möglichkeiten und schießen nochmal bitte. Das heißt, unsere Bogenschützen ziehen die Pfeile und schießen. Da hinten wurde auch noch einer durch die Pfeile getötet. Sehr schön. Wir haben hier einen aktuell ausgewogenen Kampf. Wir können ja jetzt mal hier versuchen, einen Ansturm stärker zu forcieren. Vorwärts! Schlagt sie zurück, Männer! Beobachten wir hier nochmal den Kampf und man sieht wirklich, wie individuell hier gekämpft wird. Manche im Hintergrund können noch nicht in die Linie gehen, die rufen und motivieren noch ihre Männer. Die anderen kämpfen aber, versuchen die Gegner Stück für Stück zurückzuschlagen. Hier wird blutig gekämpft. Ja, manche, schaut mal hier, der ist schon richtig blutig. Das Feld hier wird auch blutig eingefärbt und da ziehen sie sich zurück, die Banditen und Briganten. Und die Schlacht ist für uns so gut wie gewonnen. Wir können jetzt hier nochmal Feinde beschießen lassen, aber ich glaube, das ist jetzt hier eher weniger ein Problem. Ja, und wir haben übrigens hier einen Bonus an Zusammenhalt, weil wir zwei Truppen nebeneinander haben. Den Kampf haben wir damit gewonnen, die Feinde zurückgeschlagen und jetzt können wir quasi unsere Truppen gleich wieder auflösen lassen. Und zwar, sobald wir in unserer Heimatregion sind, haben wir die Möglichkeit, die Truppen dann wieder aufzulösen. Gegen solche Söldner wie hier hätten wir natürlich keinerlei Chance zu kämpfen, die sind viel zu stark. Aber damit konnte ich euch jetzt, glaube ich, schon mal relativ gut den Kampf zeigen, was hier unsere Miliztruppen wenigstens angeht. Und das kann man natürlich langfristig weiter ausbauen. Man kann mehr Waffen herstellen in unseren Siedlungen und die Möglichkeiten dafür nutzen, um Stück für Stück größere Armeen auch aufzubauen. Das heißt, wir haben wirklich mit Mannerlords eine Mischung aus einem schönen, langsamen Aufbauspiel, sehr detailgetreu, wo man auch einfach mal nur zuschauen möchte, wie einfach das Dorfleben abläuft, wie hier die Leute mit ihren Ochsenkarren vorbeizurren, um hier gerade einen Baumstamm zu transportieren oder wie sie ihren Arbeiten nachgehen. Und man kann aber dennoch das Dorf immer weiter ausbauen, weil man immer wieder neue Probleme hat, neue Sachen, die man lösen möchte, vorankommen möchte. Man hat hier Entwicklungen und am Ende kann man eben auch den Kampf nutzen, was das Ganze betrifft. Also Mannerlords aus meiner Sicht ein sehr spannendes Spiel, was ihr jetzt hier auch schon bald am 26. April dann im Early Access erleben könnt. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Spiel, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich konnte mich jetzt schon ausführlich damit beschäftigen. Dann versuche ich die alle auf jeden Fall zu beantworten. Ansonsten schaut jetzt gerne in mein Let's Play rein. Da baue ich wirklich von klein auf dieses Dorf auf, Eisenach. Und wir erleben wirklich sehr spannende Dinge, Probleme, die wir versuchen zu lösen, Kämpfe, die wir schlagen müssen. Und natürlich haben wir die großen Pläne und Ziele, hier auch die Karte in unsere Hand zu bekommen, Stück für Stück alle Regionen zu erobern und Hildebold aus dieser Region zu vertreiben. Das ist das Ziel, was wir haben und das könnt ihr in meinem Let's Play verfolgen. Ansonsten gerne auch auf Twitch bei mir live vorbeischauen, denn dort werde ich ein neues Dorf gründen und nochmal ein Zweitprojekt in meinen Livestreams am Laufen haben. Also gerne da vorbeischauen, wenn euch die Vorstellung von Mannerlords mit all den neuen Features gefallen hat, dann natürlich gerne ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen und wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns bei einem neuen Video oder Livestream oder natürlich gerne auch auf meinem Discord-Server. Links wie immer in der Videobeschreibung. Bis dahin alles Gute, euer Gaius.